So, jetzt bin ich bei Bukton gelandet. Es baut sich nur langsam auf, mein Bild. Noch viele graue Flächen. Ich muss es hell machen. Wir sehen Bukton in einer Seifenblase sitzen. Das ist der Avatar. Und ich lade jetzt noch erst die anderen Mitglieder ein. Und zynischer Optimist. So, ich sehe jetzt drei Menschen hier versammelt. Genau. Hören mich denn wohl alle? Ja, also wir hören dich jetzt ein bisschen doppelt, weil du im Second Life noch die Stimme anhast und im Zoom. Ah ja, ist das störend oder soll ich mal experimentieren? Es geht, du hörst dich ein bisschen an wie Gott. Ne? Ja, auf dieser Sim. Bist du der Gott, genau. Ja, also ich hoffe, dass man mich hören und vielleicht sogar sehen kann. Ja. Gilt das auch für die beiden Kolleginnen und Kollegen in Zoom? Hören die mich auch? Ja, also ich höre sie auf jeden Fall. Okay, wenn ich zu laut oder zu leise bin, gerne Rückmeldung geben auf irgendeine Art und Weise. Ich wollte, wenn ich das darf, noch sagen, ich freue mich immer sehr, wenn jemand spontan Fragen hat und versuche, mich kurz zu fassen dann, wenn ich antworte. Und nochmal der Hinweis, ich habe ab jetzt leider erst aufgenommen und stelle das dann nachher mal YouTube ein, kurz danach. Dann hat man also nochmal eine weitere Sicht auf die Dinge. Das wollte ich nur nochmal sagen. So. Und jetzt ist der Chef wieder dran, würde ich sagen. Ja, Mann. Ja, also eigentlich bist du jetzt dran, weil wir sind jetzt hier eben gelandet auf dem Gebiet der Bibliothek Pegasus. Und wir sehen Buktom in einer Seifenblase fliegen. Ich glaube, jeder kann eine Seifenblase aufrufen, indem man anklickt bei diesem lila, genau, Vitolit hat schon gemacht, anklickt diese lila Kreis da und dann kann man sich da reinsetzen und selbst losfliegen. Zynischer Optimist, der schönste von uns allen ist, könnte das auch tun. Ich kann das ja auch mal machen. Mit mir den Flugcharakter Song. Und jetzt fliegen wir hier durch die Gegend. So. Und Buchton, du könntest jetzt, wenn du magst, so ein bisschen erzählen, wo sind wir hier und was gibt's hier? Ja, wer aus der Blase wieder raus möchte, einfach dann aufstehen oder aufstehen, knicken. Ne? Ja, wir sind hier in der Nähe des Seiteneingangs von der Freien Bibliothek Pegasus. Und das ist hier sozusagen die Keimzelle und das Hauptgebäude. Es gibt drei weitere Abteilungen. Und hier so im ja, Hinterhof oder Seitenhof gibt es auch einige Dinge zu sehen. Einige Diashows, hier etwas von dem Wiener Zettellichter Helmut Seethaler, von dem Zettellichter. Und da, wo ihr jetzt schon schwebt, da ist das Credo der Freien Bibliothek Pegasus auf dieser Tafel. Schwarze Warte. Schrift auf Ja. weißem Grund. Wenn man das anklickt, bekommt man auch eine Notecard angeboten. Da ist dann nochmal das ganze Credo nochmal im Fließtext.
Und man kann das dann, wenn man möchte, aus den Notcards sehr leicht rauskopieren in eine normale Textverarbeitung. Das ist, wenn man Interesse hat jetzt an Lehren, an dem Spirit, an dem Geist von dieser ganzen Sache. Also, wie gesagt, gern umschauen. Ja, ich steige mal am besten aus meiner raus, weil ich so durch die Gegend fliege, dann kann ich so schwer Dinge zeigen, mich feststelle. Ja, fliegen ist gerade am Anfang mit Gerätschaften auch nicht ganz so einfach. Wobei die Seifenblasen noch relativ harmlos sind. Zum Beispiel hier hinten da an dem Turm. Da stehen dann auch zwei schnelle Flitzer. Die reagieren dann also noch wesentlich sensibler auf Beschleunigung und Ähnliches. Ich könnte mal zu einzelnen Punkten hier gehen. Ja, du hast hier Denkmäler stehen. Ah ja. Was ist das? Ich habe zum Beispiel hier eins, das habe ich geschenkt bekommen. Das ist zum Thema Menschenrechte. Da hatte jemand, der mich kannte, der wusste schon, dass ich da auch so ein bisschen engagiert bin für Menschenrechte und humanitäre und soziale Zwecke. Der hat das dann für mich gebaut und mir geschenkt. Das soll also daran erinnern in symbolischer Form. Direkt nebendran, nicht ganz so schön und künstlerisch, da ist ein Helferdenkmal. Im Laufe der Jahre haben ja doch einige hier mitgeholfen, zeitweise oder auch längere Zeit. Einige völlig unkommerziell und aus Spaß an der Sache. Einige auch gegen eine Entlohnung, womit ich kein Problem habe. Das mache ich gerne, wenn die Leute dafür ordentliche Arbeit machen und für den guten Zweck, dann mache ich das gern. Den Helferinnen und Helfern. Das habe ich also auch selbst gemastelt, ist dann nicht ganz so künstlerisch wertvoll. Und dann gibt es diese hinter dir diese Kugel mit Begriffen drauf, die ist ja auch ganz schön. Ja, das ist eine kleine Spielerei. Das sind, wenn ich mich recht entsinne, eine Wortwolke im normalen Internet, im Flachnetz kann man das ja machen. Da gibt es ja so kleine Apps oder heißt es heute, da kann man sich dann so eine Wortwolke bilden lassen, und wenn man die Texturen dann hier hochlädt und trägt sie auf eine Kugel, und dann ein kleines Skript rein, das sich dreht, und ein kleines Skript nach hier hinein, dass sich die Farbe verändert, dann bekommt man also sowas. Ist also eine kleine Spielerei. Skriptest du das selbst oder erwirbst du das oder machen das Freunde von dir oder wie sieht das aus? Wo bekommt man diese Dinge her? Es gibt Menschen, die das auch skripten. Das hier sind relativ einfache kleine Skripte, die sowas machen, und die gibt es eigentlich umsonst. Die kann man umsonst bekommen. Ja, es gibt nämlich so ein Marketplace, einen Marktplatz von Second Life, und da werden die wahrscheinlich angeboten. Und man kann die sich da downloaden. Ich nehme an, dass es so auch geht. Mein Marketplace sind zum großen Teil Menschen, die auch was verkaufen wollen. Meistens nicht allzu teuer. Ich habe auch so ziemlich alle Bücher, wenn auch nicht einzeln, aber dann in Paketen, habe ich auch alle dort. Aber bei mir ist es immer free and full perm, also umsonst und frei gestaltbar und frei kopierbar und frei in Kopie weitergebbar. Es gibt aber Inward, gibt es aber so Welcome Areas, so Willkommenspunkte, und es gibt auch große Abgabestellen, wo Freeware also zur Verfügung stellt.
ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber Jatni mit Y am Anfang. Jatni hatte ein riesengroßes Gebiet und hat nur Spenden eingesammelt für die Sim-Miete und hatte da Unmengen sortierter Dinge umsonst. Ne? Ich bin jetzt mal mit der Kamera für diejenigen, die nur zuschauen von Zoom aus, auf dein Schild gegangen, wo man dich drauf sieht und bunt statt braun, keine Rassisten, ich bin 87%. Das machst du auch öfter, sozusagen politische Aktionen, politische Statements ins Second Life bringen. Ja, Kyberpunk hat ja auch mal eine Protestaktion gegen Artikel 13 gemacht, hat er erzählt, aber du hast auch schon häufig was veranstaltet. Du hast zum Beispiel auch gegen Covidioten eine kleine Ecke hier auf der Sim gemacht, wenn wer mag, dann das mal untersuchen will hier auf der Sim, dann gibt es das auch am Strand. Wenn ich da sagen darf, ich meine, Covidioten ist natürlich etwas niveaulos, aber manchmal überkommen sogar mich Emotionen, ne? Und der Begriff ist ja auch relativ verbreitet. Ein bisschen vornehmer gesagt ist das an der Seebühne so ein Infopunkt über das Thema Corona und es gibt allerdings auch satirische und kritische Dinge dort, richtig? Ja. Ich hatte in den ersten Jahren mal so die Absicht, es politisch neutral zu halten. Und ich denke, ich bin auch kein Mitglied keiner Sekte, Kirche oder Partei und würde hier also Parteipolitik in dem Sinne nicht machen. Aber bei manchen Themen war es mir einfach zu wichtig. Die meinen Beispiele haben wir jetzt schon erwähnt, also Neonazis, Faschisten, AfD, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Und jetzt bei den Corona-Verharmlosern und Verschwörungstheoretikern, da war mir das auch nicht möglich, das hier rauszuhalten. Ne? Ja, ansonsten kann ich nur unterstützen, ist gut so. Ja, danke. müssen wir hier noch was anschauen oder haben wir etwas Wichtiges noch verpasst hier auf diesem Platz? Oder sollten wir zur Bibliothek gehen? Ja, also du weißt es ja, du kennst mich, ich könnte natürlich stundenlang erzählen. Ja. Hier sind historische Aufnahmen, da ist ein Quizautomat, hier ist dann noch mein Realavatar, der so als Auskunftsroboter nach und nach programmiert wird. Also es gibt tausend oder dutzende Dinge. Aber wir hatten uns ja geeinigt, wir wollten ja einen kleinen Spaziergang machen. Genau. Wenn alle Personen noch anwesend sind, ich glaube da hinten. Ja, die kommen dann schon nach. Also die kommen nach, okay. Gucken sich alle ein bisschen was an, aber sie hören uns ja und sehen uns auch, wo wir hingehen. Wir können losspazieren. Gut, wir wollten zum Haupteingang gehen. Hier sind übrigens noch drei Gedichtautomaten. Wenn man die anklickt, sagen die also in oder schreiben die ein Gedicht in den Textchat bei Second Life. Das führe ich mal vor kurz für diejenigen, die nur zugucken. Ist jetzt schon ein Gedicht an der Seite aufgetaucht. Ich klicke jetzt mal selber die Weltkugel an. Da ist der Text Schwere Träume. Ja. Achso, der kommt von der Weltkugel. Dann klicke ich jetzt mal die Pyramide an, die Fahrt. Dann kommt an der Seite das Gedicht Die Fahrt. Ach, das sind eigene Gedichte von dir. Ja, das habe ich mir erlaubt. Ja. Ja, natürlich, ist das schön. Ja, schön. Und wenn wir dann hier vorbeigehen auf die Zugbrücke, hier steht noch ein großer Buchautomat. Also selbst wenn es Pegasus mal aus irgendeinem Grund nicht mehr geben sollte, das ist so eigentlich ein Mega- oder ein Meta-Buchautomat, der selber noch eigene thematisch geordnete Buchautomaten wiederum ausgibt.
ich will nicht sagen, dass dann insgesamt gesehen alle Bücher drin sind, aber doch auch ein Großteil. Und den kann auch jeder mitnehmen. Und es gibt auch zwei, drei Orte wo andere Menschen sich das schon aufgebaut haben. Freut mich natürlich immer sehr. Ja, ja. Und wenn wir jetzt mal hier ins Erdgeschoss gehen. Dann haben wir also einige der ersten Bücher. Hier sind hauptsächlich Bücher, die sind Notcard-basiert. Das ist historisch gewachsen. Am Anfang habe ich hauptsächlich Bücher gemacht und hochgeladen, die in einem Einprim-Buchobjekt enthalten waren. Da sah das Objekt also möglichst wie ein Buch auf. Also die stehen jetzt auch noch dann in den Regalen. Das kann man als Objekte erkennen. Ich fahre mal an ein Regal ran. Da sind Bücher wirklich als Bücher gebaut worden. Und wenn man anklickt, bekommt man eine Notkarte. Also man bekommt einen Text. Man bekommt eine Notcard. Eine Notcard hat ein begrenztes Fassungsvermögen. Kurze Bücher und Storys passen da komplett rein. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel ja auch die Bibel hochgeladen oder den Koran und die Bhagavad Gita. Die sind dann schon ein kleines bisschen länger. Und da muss man dann eine Technik anwenden, Notcards in der Notcard. Man kann also in eine Notcard quasi einen Link setzen zu weiteren Notcards. Dann hat man die Unterkapitel da alle so integriert. Ja, ne? Und ja. Wenn man das nicht macht, ich musste mir das ja auch erst erarbeiten, dann haben Leute zum Teil nacheinander 20, 30 Notcards angeboten bekommen, die sie dann annehmen oder ablehnen mussten. Und es war nicht jeder sehr erfreut deshalb. Und von daher dann diese neue Technik. Der Volltext als Leichtkopierer, kopierbarer, und mit ins normale Internet zu nehmen, der ist auch bei den Umblätterbüchern immer dabei, im ersten, auf dem Titelblatt. Hier hätten wir zum Beispiel so ein Umblätterbuch. Wenn man also vorne draufklickt. Also wir sind jetzt, du meinst jetzt hier. Das Buch am Eingang, ja, neben dem Eingang rechts. Genau. Befindet sich das Buch, das steht dort an der Wand, ist ein weißer Umschlag sozusagen. Genau. Westlake Haven. Von Mark Spaney, genau. Mark Spaney, genau. Ich habe jetzt mal drauf gezoomt für die Gäste bei Zoom. So, und jetzt kannst du weitergehen. Gut, und das, dann bekommt man dann auch die Notcards angeboten, kann dann aber, wenn man dann nochmal klickt, kann man dann in das Buch hineinklicken und kann es umblättern und kann dann entweder, wenn man einigermaßen die Kameraführung schon drauf hat, und wenn man sie mal drauf hat, dann ist es ja wie Fahrradfahren, dann kann man also nah genug ranzoomen und lesen und blättern. Oder wer das noch nicht kann oder nicht möchte, der kann auch meine Bücher, die sind, wie gesagt, frei veränderbar. Der kann die auch auf eine scheinbare Größe ziehen, wie er es möchte. Ne? Das heißt, ich mache das mal kurz vor. Man braucht da nicht mit der Kamera zoomen, kann die einfach so lassen, wie sie ist. Und macht sich das Buch dann aber im Prinzip nahezu unendlich groß. Das kann jeder einfach tun. Also man kann hier in die Bibliothek gehen und das Buch selbsttätig vergrößern. Das ist ist jedem erlaubt sozusagen. Ich müsste jetzt nochmal gucken, ob man das hier auf dem Grund machen kann, weil ich konnte eins nicht machen. Ich konnte nicht für jeden Bauen freigeben. Das ist einfach zu gefährlich. Dann könnten die Leute alles durcheinander bringen und ja, einmal ja. Das aus Versehen, ne? Ja, und es gibt auch immer mal Spaßvögel, die dann
irgendwelche selbstreplizierenden Sachen hier aussetzen und und dann ist also die SIM irgendwie überflutet und im Extremfall stürzt sie auch mal kurz ab. Aber könntest du noch was sagen zu dem Buch selbst, zu dem Inhalt, was, ja, was wir ja, jetzt ja. haben? Der Marc Späni hat also auch schon mehrmals hier gelesen und hat das auch gern getan. Und er hat dieses Buch, speziell dieses Buch, hat er inspiriert von Second Life geschrieben. Und wenn man die Lesung dazu gehört hat und auch mal drin gelesen hat, dann merkt man also sehr stark, dass er von Second Life stark inspiriert war. Vielleicht noch ein wenig in die Zukunft extrapoliert. Also wenn das noch ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen weiter sind und dass man vielleicht irgendwann auch das Bewusstsein komplett hochladen kann in so virtuelle Welten und dann wirklich nicht mehr ganz zu unterscheiden weiß und vielleicht auch seine Körperlichkeit in dem Sinne aufgibt. Also insofern schon noch in der Zukunft spielen, aber es ist stark inspiriert von Second Life und so überschneiden sich dann also Literatur im realen Leben und Romane im realen Leben und Second Life überschneiden sich an dem Punkt. Es gab auch schon einmal einen Krimi, zwei Leben, ein Tod von einer Krimi-Autorin. Das spielte so ungefähr zur Hälfte in Second Life. Das war auch kein Self-Publisher-Buch, das war richtig ein Verlagsbuch. Hier hinten mehr hätten wir dann auch noch so... Wie heißt die Autorin? Oh, die hat so einen einfachen Namen. Ingrid Schmitz, glaube ich. Ne? Ja. Weil wir besprechen im Seminar eben auch solche Sachen, Literatur zum Thema. Deshalb wäre das interessant. Aber da können wir auch später noch den genauen Namen mal austauschen. Ja, gerne. Wie gesagt, das Buch ist ein Roman, ist ein Krimi, ja. Eindeutig. Ne? Also kein Fantasy, kein Science Fiction, nichts. Einfach nur ein Krimi. Aber die Protagonisten haben halt sowohl das Opfer als auch der Mörder als auch die Kommissarin später und dann die Ermittelnde benutzen sehr oft Second Life. Ne? Und die Handlung spielt sich dann zum Teil auch hier ab. Ne? Also ist recht interessant. Es gibt auch theoretisch... Aber deine Aber deine Bibliothek ist jetzt per se auf Literatur zur Virtualität ausgerichtet, sondern es ist eine ganz allgemeine Bibliothek mit vielen Themen, ja? Oder? Ja, natürlich. Mir sind Grenzen gesetzt durch die Copyright-Gesetze, aber ansonsten tue ich, was ich kann. Ich habe also auch sehr viele Klassiker hier. Goethe, Schiller, Lessing, etliche andere. Dann habe ich einige Bücher zusammengestellt aus Wikipedia. Das ist erlaubt, das darf man. Dass man also mehrere Einträge oder viele Einträge dort sammelt und dann zu einem PDF macht und das PDF dann eben umsetzt und hierher bringt. Zu bestimmten Themen, zu bestimmten Wissensbereichen. Ja, machen wir mal ein Beispiel, das mir spontan einfällt. Steampunk. Ne? Ja. Dann lade ich das PDF vom Eintrag Speedpunk runter und dann gibt es da ja immer wieder Links. Ne? Also wer hat das zuerst aufgebracht? Dann Steampunk in der Mode, Steampunk in der Literatur und. Da kommt man dann also schnell auf einige Dutzend Menüeinträge bei Wikipedia und wenn man die dann einigermaßen sinnvoll hintereinander hängt mit Inhaltsverzeichnis, hat man also ein komplettes Buch zu dem Themenkreis. Was ich dann noch erwähnt hatte, schon so eine Handvoll oder zwei Handvoll von meinen Büchern, da ist auch Satire bei und Hartz IV und meine wissenschaftlichen Sachen zum Thema Alkoholismus und Sucht und so weiter. Dann haben wir einige, die neben den Autoren gespendet haben. Zum Beispiel Thorsten Küper hat schon
einige Storys gespendet, die wir hier gemeinfrei gemacht haben. Aber auch andere Autoren, Marc Sperni eben gerade gesehen, ne? Aber auch andere noch. Ne? Das sind so Dinge. Dann gibt es auch aus dem Bereich gibt's eine kleine Ecke mit Soziologie und Ähnliches, Psychologie. Da sind natürlich wieder klassische Dinge dabei, von Sigmund Freud einiges. Das ist übrigens hier im ersten Obergeschoss. Also Soziologie, Psychologie. Ah ja, und dann habe ich oben noch eine relativ beachtliche Sammlung, finde ich, an Sagen. Ne? Direkt geradezu, ne? Dann genau, ich bin auch mal raufgesprungen. Also die haben wir nach und nach nachher gebracht. Und die sind dann nach allen möglichen Kriterien zusammengestellt. Die Enna ist auch dabei übrigens, ne? Und aus Niedersachsen, aus Schlesien, dann die Nibelungen, sagen aus der Pfalz, England und so weiter und so fort. Die KW Carnivala war gar nicht so einfach zu bekommen, in deutscher Sprache und gemeinfrei. Ja. Also da gibt es eine ganze Menge. Ja, schön, das ist die vielleicht einzige Dachbibliothek, die es auch gibt. Ja, wir haben das, Welt. Wir haben das Glück, dass wir hier keine Angst vor Regen haben müssen. Da kann man ja dann einen Schutzschirm drüber machen. Ich zoome immer mal ein bisschen rein, um ein bisschen Titel zu zeigen, die hier stehen. Ich bin gerade an der Ecke Psychologie und Gehirn hier gelandet, NLP, Gehirn und Sprache. Ich darf da auch hinweisen auf den Vortrag von der JLU, Justus Liebig Universität Gießen. Ja, sehe ich auch gerade. Die haben sich mal für ein paar Stunden hier eingemietet und haben den Vortrag über Second Life hier in Second Life gemacht. Ne? Das war eine Studierende. Das ist jetzt kein richtiges Buch, das ist eher so eine Art, ja, so ähnlich wie eine PowerPoint-Präsentation. Immer wenn man klickt, kommt also der nächste, die nächste Folie. Ach so, hier direkt, ja, ich sehe es, genau, wenn ich draufklicke, dann ändert sich die. Es sind auch nicht so viele, 7 oder 8 Folien, ja. Deswegen habe ich das nicht so aufwendig gestaltet. Da kann man schnell hin und zurück. Ja. Ja, sehr gut. Das ist die Bibliothek. Hier kann man sich lange drin aufhalten und stöbern und Texte finden. Ja, ich gehe einmal rum. Ja. An dem Punkt kann ich vielleicht einhaken. Mein Wunsch wäre es natürlich, dass immer ganz viele Leute daherkommen, hier rumstürmern und vielleicht, wenn mal mehrere da sind, also dann auch darüber diskutieren. Das klappt in der Praxis nicht so besonders, muss ich sagen, ne? Oder wenig. Es kommen aber immer wieder Leute und gucken sich einiges an und nehmen einiges mit. Aber die große Menge, die Quantität, kommt wirklich über den Marketplace. Ne? Es ist da genauso kostenlos, aber da wird richtig bestellt. Ja. Und da gehen richtige Stückzahlen im Laufe der Jahre raus. Also du hast alle diese einzelnen Bücher und auch Anthologien und was es hier so gibt, da reingestellt, ne? Das, ja, wobei ich hier nie als Einzelbücher in der Regel auch mindestens einmal habe. Und dann sind es da deutschsprachig ungefähr 500. Die habe ich nicht 500, ich habe glaube ich 130 Objekte im Marketplace. Da sind dann einmal Regale dabei mit 100 Büchern, ein Regal mit Sagen und Märchen. Da sind dann glaube ich 38 dabei. Ja. Ne? Oder, ist gleich groß, du machst gleich Großhandel. Ja, es ist auch jedes Mal, ich muss sagen, es ist ein bisschen Arbeit, das wirklich einigermaßen formvollendet in dem Marketplace hochzubringen noch. Ne? Und
wenn man dann zusammenfassen kann. Oder die 13+1 Bücher von Kafka, ne? Die habe ich dann auch im Blog angemeldet da, und die kann man dann, ich meine, man kann sie einzeln auspacken und den Rest einfach im Inventar lassen oder löschen, wenn man nur eins will. Das ist ja nicht, es kostet ja nicht mehr, es kostet ja alles 0 Euro. Aber es kostet vor allem Zeit, ne? Also wir stehen hier in einer Bibliothek, die wie lange wahrscheinlich gedauert hat, bis sie so aufgebaut ist, 10 Jahre? Wie gesagt, so richtig angefangen habe ich Mitte 2008. Naja, also etwas über 10 Jahre ist das hier aufgebaut worden, ne? Die ganzen Texte finden, einstellen, das ist viel zu tun gewesen, denke ich mal. Es ist ein wenig Geduldsarbeit, ja. Ja, ja. Aber ich bin zufrieden. Wenn man jetzt sagt, wie ist es denn, okay, Geld willst du nicht verdienen, Geld verdienst du nicht, aber wie ist es mit dem Zuspruch? Also wenn es um Zahlen geht, ich habe gerade schon erwähnt, es sind ungefähr 500 verschiedene Titel, deutschsprachig, englischsprachig, dann gibt es oben so eine kleine Ecke quasi in einem der Türme, ja. English Corner, ich zoome mal schnell für die ja. YouTube dann dahin und zurück. Und dann, es gibt dann Bücher, die hier abgeholt werden, Bücher im Marketplace, nicht alles kann ich verfolgen, aber wenn ich jetzt sage, wie viele Mitnahmen und wie viele Käufe für 0 Euro gibt es, und rechne dann ganz schlecht, dann sind es in der Tat nur ungefähr, schätze ich jetzt so, 6.000. Aber das relativiert sich, weil, ich habe es gerade schon gesagt, im Marketplace sind es oft Pakete, ne? Von 12, ja. 13 angefangen, über einige Nutzen, über 100. Und alle Bücher sind free und full firm. Das heißt, man kann die in Kopie mitnehmen und man kann Kopien davon weiter verschenken und weitergeben an andere Menschen. Ne? Und die, ja, können wiederum dasselbe tun. Ne? Allein wenn ich jetzt die Sachen umrechne, ich habe das mal einmal versucht, dass also nicht, dass jede Bestellung, wie viele Bücher da tatsächlich drin sind, da bin ich schon auf, vor ein, zwei Jahren schon auf über 25.000 Bücher gekommen. Ne? Und das ist nur die erste Station, die ich halt weiter verfolgen kann. Ne? Ich hoffe, dass die Leute ihre Sachen weiter verschenken. Ja, und man kann bei dir auch echte Entdeckungen machen. Ich habe Autorennamen gesehen, die relativ selten sind, aber sehr interessant klingen. Oben habe ich zum Beispiel einen Autor namens Shirokawa gesehen. Das ist ein Name, den kennt man nicht eigentlich, ne? Aber du stellst ihn hier in mehreren Werken vor. Ja, den gab es auch bei Gutenberg, eine der Quellen, Gutenberg in Amerika und Spiegel Gutenberg. Mhm. Das ist im Moment, glaube ich, in Deutschland und auch in den USA zugemacht worden, wegen der neuen Copyright-Geschichten. Ne? Die, ja, Sachen setzen mir halt Grenzen. In den USA ist es etwas einfacher, etwas großzügiger, aber ich möchte da nichts riskieren und halte mich halt an die strengeren deutschsprachigen. Ja, klar. Zumal du bist ja in Deutschland, wahrscheinlich gelten für dich auch die deutschen Gesetze hier, ne? Das ist im Second Life wahrscheinlich. Wie ist denn das? Ist Second Life eigentlich USA oder ja, ist das? Ja, richtig. Die sind also in den USA eigentlich, ne? Und von aber daher auch rechtlich, also ist das sozusagen, befinden wir uns jetzt hier rechtlich auch in der USA? In Second Life oder ist das Deutschland? Man kann es so sehen, weil, ja, die Server, auf der die SIM gespeichert ist in USA. Ah ja. Aber wie gesagt, ich will da nichts riskieren. Ne? Also wenn man sagt, hier kommen ja auch Menschen aus Deutschland her, viele, ne? Und ja. Das war die Bibliothek, aber das ist ja nur ein
Obwohl es schon so viel ist, das war ein kleiner Teil deiner Sim. Eine von vier Abteilungen. Wir hatten, glaube ich, verabredet, dass wir mal zu Fuß gehen zum Platz der Verständigung. War das richtig? Oh. Ja, richtig, okay. Platz der Verständigung. Wer möchte, folgt mir. Ich gucke mal, ob die anderen noch da sind. Ich sehe den zynischen Optimisten. Und wir gehen jetzt wieder dem Bugturm hinterher. Und an die Mithörerinnen, wer Fragen hat, gerne Fragen, jetzt oder auch nach der Veranstaltung, gerne per E-Mail, gerne in Second Life, wo auch immer, ne? Ich glaube, dann stelle ich gleich mal eine Frage. Oh ja, gerne. Wie viele Avatare sind denn so in Pegasus immer unterwegs? Ja, gute Frage, weil ich ja selber auch nicht immer da bin. Es sind nicht allzu viele, wie schon gesagt. Second Life ist sehr, sehr groß und es verteilt sich. Ich habe nie wirkliche Zählungen gemacht. Ich habe hier einen Begrüßungsautomaten, der sagt mir immer mal Bescheid. Also, wenn da jeden Tag zwei, drei Leute kommen und ich bekomme das mit, dann freue ich mich eigentlich schon. Second Life funktioniert halt, auch ich musste das zum Teil lernen, funktioniert wunderbar, auch in sozialer Hinsicht und mit Veranstaltungen, aber anders als das Leben, das wir das Reale nennen. Ne? Weil Second Life einfach ungeheuer groß sind und die Menschen, die hier Internet online gehen, die wohnen rund um den Globus, ne, haben also an 24 Stunden am Tag verteilen die sich dann. Hier funktioniert soziales Leben eigentlich dadurch, dass man in Gruppen eintritt, das ist kostenlos. Gruppen, die einen interessieren möglichst, oder Gruppen wo für Neulinge, wo man beraten wird, und eben Neigungsgruppen. Man kann in bis zu 42 gleichzeitig sein und in den Gruppen kann man sich dann zu Dingen verabreden oder kann im Gruppenchat sich unterhalten und man kann eben in den Gruppen auch erfahren, wo ist ein Konzert, wo ist eine Lesung, wo wird eine neue Ausstellung eröffnet, ne, wo ist ein besonders interessanter und eindrucksvoller Platz, den man mehr erkunden sollte. Da fällt mir übrigens immer ein, Moment, wie hieß es noch, da gibt es im Weltall gibt's eine ganz tolle Sache. Was meinst du? Ich sag's nachher, wo also sehr viele Kometen, Meteoriten sind, da kann man dann auch Tai Chi machen. Ach so, du meinst im Second Life so ein nachgebautes Weltall oder ja, sowas? Ja, ja, ist auch ziemlich bekannt. Und da sind auch öfter mal ziemlich viele Leute auf einmal, ne, weil die wirklich von überall herkommen, wegen der wirklich optisch sehr überwältigenden Geschichte. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich den Namen vergessen habe. Ja, irgendwas mit Space oder so. Space Gallery oder Space? Habe ich vergessen. Ich war da, glaube ich, auch mal. Ich sehe aber, weil du sagst Orte, Gruppen und so weiter, es gibt ja hier in dem Raum, wo wir uns gerade befinden, so eine Plakatwand, die habe ich jetzt mal, ich habe reingezoomt, vielleicht kannst du das auch mal machen. Ja, Plakatwand. Wo man so aus der Kulturgeschichte sozusagen des Second Life ein bisschen ein paar Sachen sieht, die schon stattgefunden haben. Ja, diese Infoburg hier, die mal eigentlich dazu gedacht, so auch Stichwort Vernetzung und so, zu anderen Ateliers, ne, Möwe Winkler sehe ich gerade, die macht sehr schöne dadaistische Texte und macht sehr aufwendige, skurrile Installationen dazu. Und dann zum Beispiel Fische, die dann dadaistische Texte aufsagen und ähnliches. Ja, da wollte ich dann eigentlich immer aktuell Infos und Links hier ausstellen. Nur es zeigt sich, dass etliche Sachen dann auch mal umziehen oder leider eingestellt werden oder in anderer Form dann irgendwo aufmachen.
Und von daher habe ich gesagt, ich kann das eigentlich nicht leisten, das immer alles zu aktualisieren. Lasse die Sachen aber einfach mal stehen. Und so ist es dann auch so ein bisschen so eine kleine Zeitreise, was es schon gegeben hat. Ne? Also, und ich finde ja übrigens, wenn du sagst, dass zwei bis drei Personen pro Tag hier vorbeischauen, das finde ich ja dann insgesamt und auf lange Sicht gar nicht so wenig. Also für so einen, für einen kulturellen Ort und noch erst recht, wenn es um Bücher geht und eine Bibliothek, da ist ja klar, dass das jetzt kein Massenpublikum anzieht und immer zu. Aber so auf lange Sicht gesehen und für die vielen Jahre, die das dann schon existiert, ist sicherlich schon eine Menge Publikum zusammengekommen. Ja? Und wenn du sagst, es wird auch viel downgeloadet über den Marketplace, dann ist das, kann man sagen, dass das ein regelmäßig und gut genutzter Platz ist, eigentlich. Ich hoffe es. Und es ist auch so, es steht ja dann auch zur Verfügung, ne? Auch hier haben wir schon die eine oder andere Lesung im Rahmen der brennenden Buchstaben gemacht. Die haben eine eigene Sim und einen hervorragenden Baumeister für Bühnen und Kulissen, wo ich also wirklich ein Waisenknabe dagegen bin. Ein ganz kleiner Waisenknabe, der Barlock. Auch hier haben wir schon Lesungen im Rahmen der brennenden Buchstaben gemacht. Wir haben hier schon mal einen Vortrag über den Philosoph Ernst Bloch gehabt mit einem Professor aus den USA. Da waren auch 10-12 Leute da, selbst zu einem Philosophievortrag. Weil mein Nachname hier kommt ja nicht von ungefähr, ne? Bloch hieß der, den habe ich mir ja gezielt ausgesucht. Der Bloch und der Philosoph Bloch ist ja auch aus Ludwigshafen, wo ich jetzt auch schon sehr lange wohne. Und ein Bruder im Geiste, Ernst Bloch und Buchtom Bloch. Bruder ein im wenig, Geiste. Ja. Und es gibt ja in Ludwigshafen auch das Bloch-Archiv und da gab es dann auch eine Großadresse des Direktors und so weiter. Übrigens, das stand zwar jetzt eigentlich nicht auf dem Plan, aber ich schwenke mal ganz schnell hin, hier ist es. Hier ist dann die Ernst-Bloch-Ecke. Hier hatten wir seinerzeit auch die Veranstaltung gemacht. Mit Fotos, Nia-Fotos aus Ludwigshafen. Und auch mit einem Denkmal aus Ludwigshafen, die endlose Treppe nachgebaut. Und wir haben hier natürlich auch schon Wohltätigkeitsveranstaltungen gemacht. Das ist zum Teil immer ein bisschen aufwendig, wenn es sich lohnen soll. Geht dann aber auch gerne mal über drei Tage hinweg. Und da hat es zum Beispiel hier gegeben. Was sind das hier für? Ja. Du hast eine Frage? Ja, was sehen wir jetzt gerade hier? Was ist hier vor uns mit diesen Quadraten? Und ja, das sind so Prosa-Gedichte von mir, die ich auch mal versucht habe, ein bisschen anders darzustellen. Ne? Prosa-Gedichte beziehungsweise das ist einfach ein Spiel mit den Begriffen hier, das mit dem unten, oben, rechts und links. Da habe ich dann den optischen Eindruck widersprechend zum sprachlichen Inhalt gestaltet. Das andere sind, wie gesagt, es sind Spielereien, wenn man so will, aber das einfach mal anders darzustellen. Aber es sieht doch sehr interessant aus, finde ich, sehr gut gemacht. Ja, ich hoffe es. Ja. Ich wollte aber gerne noch was zu den Wohltätigkeitsveranstaltungen sagen. Wir haben zum Beispiel mal was gemacht vor einigen Jahren für die SOS-Kinderdörfer in Griechenland, wo dann die große Krise war und wo dann viele gesagt haben, die faulen Griechen, die sind selber schuld, ne, dass sie nichts haben. Und dann haben wir für die SOS Kinderdörfer was gemacht, das war immer 3 Tage, da waren Lesungen dabei, da war zum Beispiel der Virli Placebo, musikalische Auftritte, eine DJ hat aufgelegt und. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir da,
ich glaube, 250 Euro eingenommen. Ne? Kann sich mit großen Sachen im Fernsehen nicht messen. Aber wir haben ja nicht nur das Geld so eingenommen, das ist das, was wir hier messen konnten. Wir haben den Leuten auch gesagt, wer hier dem Spenden über Second Life oder über mich nicht traut, möge noch gern im Internet oder so spenden. Und wir haben das ganze Ding ja auch bekannt gemacht in YouTube, Facebook und einfach mal den Fokus dahin gelenkt. Ja, und, super. Und ähnlich war es, als damals in Fukushima diese Geschichte war und wo das schon wieder ein bisschen abgeflaut war, die Welle, aber es den Leuten immer noch dreckig ging. Da haben wir mal so einen Tag lang auch ein Spendending gemacht. Da haben wir immerhin 150 Euro nachweislich zusammenbekommen. Also solche Dinge kann man machen und da sind natürlich dann auch mehrere Leute da. Zum Beispiel meine Griechenland-Sache über 3 Tage, da waren wir also bestimmt über 50, die insgesamt da waren. Ne? Ja, also das ist so sehr, das ist hier so ein Platz für Engagement, für Intelligenz, für Texte, sehr schön. Aber du hast dich ja eben auch, und da gehen wir ja jetzt hin wahrscheinlich, du hast auch einen Platz geschaffen, für die Religionen der Welt. Ja, genau. Gibt es bis hierhin noch Fragen von denen, die hoffentlich noch zuhören? Eventuell hört auch niemand mehr zu. Doch, sicher. Immerhin. Ja, doch, nur ich habe keine Frage. Danke. Okay. Vortrag. Unsere avatarischen Begleiter, die sind auch allein ein bisschen unterwegs und schauen sich die SIM an. Ist auch richtig so. Wunderbar, ja. Und hören deinem Vortrag auch zu. Aber wir begleiten jetzt ja Buktom auch auf eine SIM-Gegend. Ich kann aber auch alle, wer bereit ist, dann dorthin teleportieren. Ich weiß nicht, ob es jeder sehen kann. Hier ist auch noch ein großer Bildschirm, der ins normale Internet geht. Dafür muss man die Medienwiedergabe in Second Life aktiviert haben. Ja, ich kann es sehen. Du kannst sehen, ich auch. Also da kann man dann direkt auf das aufs Internet zugreifen und ich habe hier natürlich sinnigerweise meinen Blog, der auch über Second Life geht, habe ich da dann mal aufgerufen. Ist dann so eine Geschichte, wo die beiden Internetwelten sich. Wie ist die Blogadresse? Ist das dieses Kopfmalen? Nee. Das ist Buktom Blog. BUKTOMBLOG. Okay. Buktom Blog. Ich habe das extra mal getrennt, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Ich gehe jetzt über die Treppe hinter mir her. Ich warte. Gerne. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass ich nicht immer das Politische ganz raushalten kann. Und was der Thorsten gemacht hat, die brennenden Buchstaben hier oben, ist auch noch ein Denkmal nach Second Life gebracht. Mit Edward Snowden und Bradley Mannings und ähnlichen Menschen. Das hängt dann auch mit dem Internet zusammen. Dabei auch ein Buch, A Little Brother von Cory Doctorow, also auch thematisch passend. Und dann ein Buch über einen Internetpionier für ein freies Netz, Aaron Swartz. Das ist also so ein Wikipedia-Infobuch, von dem ich vorhin erzählt habe. Da habe ich also etliche Artikel zu ihm zusammengestellt, über sein Leben und Werken.
weil ich mag einfach Leute, die dann auch was spendieren. Ja, wir sind hier jetzt am Platz der Verständigung, allerdings an der falschen Ecke. Wir würden mal drum rumlaufen, wenn das zu langsam geht. Wenn man Steuerung und R drückt, ist man etwas schneller, jedenfalls mit dem Firestorm Viewer. Hier linker Hand sieht man noch den Second Swinger. Das sind also klassische Milder drin. Es gab mal einen richtigen Nachbau des Zwingers in der Realität. Also der Dresdner Zwinger, das genau. Den gab es mal, leider wurde er nach einigen Jahren wieder eingestellt. Und meine kleine winzige Geschichte hier kann sich natürlich nicht damit messen, aber es sollte mal eine kleine Hommage sein. Hier direkt ist auch noch so ein kleines Projekt, so als Sidekick bin ich zufällig drauf gestoßen, auf die Frau Hilma Afklint. Wenn man heutzutage fragt, wer hat denn eigentlich die abstrakte Malerei erfunden, dann kommen eigentlich einem ja Namen von männlichen Herrschaften in den Sinn, ne? Wenn ich mich recht entsinne, so Kandinsky, meine ich. Kandinsky galt bisher als der Erfinder, ja. Ja, und Hilma af Klint war dann noch 2-3 Jahre vorher, ne? Und da habe ich da auch mal eine kleine Reminiszenz gemacht, einige Fotos, Infos über sie und 2 selbstlaufende Tiershows. Toll, also ich finde die Hilma af Klint auch genial, habe sie auch kürzlich entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass du hier was zu ihr gemacht hast. Freut mich zu hören. Ja. Wenn man das sucht, wo das ist, das Ganze ist hier an der Ecke Mohandas Karamchand Gandhi Weg, Ecke Sophie Magdalena Scholl Straße. Ich habe hier also Straßen und Wegenamen vergeben. Wenn man hier anklickt, bekommt man also wiederum eine Notecard mit Infos und wenn möglich auch ein Foto. Das ist etwas, was zum Beispiel Straßenschilder im realen Leben nicht bieten können oder zumindest noch nicht. Ne? Also ich habe die Gelegenheit, hier Wege, Straßen und ähnliches benennen zu können, wenn man das möchte. Viele machen es nicht, aber ich habe es getan und habe durch den Namen und durch die enthaltenen Infos auch wieder versucht, etwas zu transportieren. Ja, okay. Aber jetzt vielleicht mal weiter über diesen Weg. Wenn man so will, kann man dies als den Eingang ansehen. Der Platz der Verständigung. In mehreren Sprachen hier auf dem Schild vermerkt. Da war meine grundsätzliche Idee, dass man kooperieren und friedlich miteinander leben kann, nur dann, wenn man sich versteht oder wenn man zumindest etwas weiß, Kenntnisse hat, Wissen hat. Und ich bin in keiner Sekte, Kirche oder Partei. Ich bin aber auch kein Anhänger in der Glaubensgemeinschaft der Atheisten und deren Arroganz gefällt mir meistens nicht. Und ich finde, sie stehen da den orthodoxen und fundamentalistischen Sektenführern leider oft in nichts nach. Ne? Und von daher war ich motiviert, hier diesen Platz zu bauen. Auch hier gibt es eine ganze Menge Bücher, auch Spielereien, zum Beispiel hier so Skulpturen oder, wie soll man es nennen, Reliefe, die einen immer anschauen. Man kann dem also nicht entkommen. Also hier diese buddhistische Statue, egal wo man hingeht, wenn man dann hinschaut,
schaut die einen wiederum an. Ich sagte, es sind überall Bücher dabei. Am Beispiel des Buddhismus ist hier was über den Herrn Ashoka, über den Herrscher. Ich habe dann hier einen buddhistischen Legendenroman, der ist ziemlich alt, den besitze ich auch im realen Leben. Ich muss gerade mal schauen, ob ich die Jahreszahl finde. Das ist von 1921 und einiges mehr. Hier haben wir dann eben den Koran und einige Infobücher zum Buddhismus, auch zu besonderen Richtungen des Buddhismus, die mir sympathisch sind, zum Beispiel über die Aleviten, die Derwische, die Sufis. Und man kann, wie gesagt, die Notecards mitnehmen, man kann aber auch die ganzen Objekte mitnehmen, ne? Und bei sich aufstellen. Also du hast ja, so, um das zusammenzufassen, du hast ja sozusagen fast, also man kann sagen, sämtliche Texte der Weltreligionen zusammengetragen auf einem Ort. Man kann sie alle lesen, die Bibel, die also aus allen Bereichen und noch Zusatztexte dazu. Das heißt, es ist nochmal eine zusätzliche Bibliothek, die sich allein mit den Religionen beschäftigt. Ja, wobei es im Steampunk Zeppelin ist ja eigentlich die Abteilung Religion, Philosophie, Esoterik. Da gibt es einige Überschneidungen, aber nicht nur. Da du gerade sagtest, zusammenfassen, ich habe den Wink mit dem Soundfall verstanden. Ich lauf mal ganz schnell durch mit der Kamera, hier Judentum, hier noch einige Dinge, native Religionen, sprich Indianer und afrikanische. Und, damit sich niemand benachteiligt fühlt, Humanismus und Ethik, ein eigener Infopoint und ein eigener Punkt für Philosophie und Wissenschaft, inklusive selbstverständlich auch Giordano Bruno, ne? Hier dann noch der Hinduismus, Taoismus mit Lao Tse, Tao Te Ching, hier etwas zum Shintoismus. Auch übrigens in Japan gibt es mehr Religionsangehörige als Einwohner. Aha, wie das? Weil etliche sind eingeschrieben bei mehreren Religionen. Buddhismus, Christentum, Shintoismus und so. Mhm. Wusste ich auch noch nicht immer. Einen kleinen Punkt hier noch nicht zu vergessen. Hier habe ich noch erloschene ältere Religionen und kleinere Religionen und angrenzende Dinge. Da gibt es zum Beispiel hier noch eine Reihe von Dingen. Das Gilgamesch-Epos ist dabei, etwas über die Wicca, also über die Hexen, die modernen, die Merseburger Zaubersprüche und dann die Tamunas Maraklina. Und die Umurantia, die ist allerdings nicht ganz komplett. Was über Osho, also Bhagwan, über die Sikh, transzendentale Meditation, Hare Krishna und ähnliche Dinge. Was ist die Umurantia? Davon habe ich noch nie was gehört. Über was? Die Umurantia. Ja, ist auch eher unbekannt, ist aber auch eine eigene Richtung. Ich gucke gerade mal, was wir da drin haben. Komplett, ja, eigentlich ist die nicht komplett. Die ist sehr, sehr lang, noch länger als die Bibel. Ja. Die Info. Also auf jeden Fall ist das ein sehr anregender Teil der Bibliothek, die wirklich schon
wenn man so sonst nicht vorgeht, ja, aber das hast du so, so schön dargestellt, dass man tatsächlich jetzt ein Interesse entwickelt, sich da auch mit zu beschäftigen, und man lernt halt tatsächlich auch Neues kennen, wie jetzt dieses Buch, was ich da entdeckt hatte. Und nur eine kurze Nebenfrage bei Humanismus, was für Werke hast du da hingestellt? Humanismus, Moment, ich kann mal kurz rüberlaufen nochmal. Da haben wir zum Beispiel was über, ist das Humanismus, Moment? Ich bin gerade hingelaufen, ja. Guck mal. Ja gut, da haben wir ein bisschen was zum Thema Anarchie, kann man natürlich drüber streiten. Ein Infobuch, ja. Und dann von Kropotkin die freie Vereinbarung. Ja. Dann auch wieder ein bisschen grenzwertig Umgangsformen, ne? Klinge und so weiter. Dann von Simmel, von dem Soziologen, was zu sozialethischen Problemen. Und natürlich Immanuel Kant, was ist Aufklärung, ne? Ja. Dann gibt es da eine Studienarbeit von mir, Wissen und Vorurteile. Und da muss es ja. Naja. Und dann habe ich da auch wieder ein Wiki-Infobuch, wo also etliches zusammengefasst wird. Also über die Entstehung, die Epochen, neuartige Konzepte, Ethik und so weiter und so weiter. Das ist also schon einigermaßen umfassend. Ich gucke gerade mal, wie viele Seiten das Buch hat. Ist also keineswegs nur ein Eintrag mal schnell rausgezogen. Also, ja gut, es sind jetzt 65 Seiten, zweispaltig. Also, das sind Dinge, die ich da habe. Man kann jederzeit mir auch noch Anregungen zuspielen. Also wenn jemand von Ihnen einer Religion angehört, die hier noch nicht vertreten ist, dann unbedingt das eigene heilige Buch hierher schicken, und Buchtam baut das dann noch hier ein. Ich bitte darum, sehr gerne. Oder wenn jetzt jemand meint, ist mir jetzt gerade aufgefallen, mein Humanismus, da habe ich jetzt so vergleichbar mit der Bibel oder mit dem Koran, könnte man höchstens sagen, was ist Aufklärung vielleicht, ne? Ja. Aber vielleicht hat da ja noch jemand eine Idee, was da noch unbedingt rein muss, ne? Ja, sicher gibt es noch humanistische Werke, da müsste man nochmal drüber nachdenken, ja genau. Aber es ist doch auch schon trotzdem eine insgesamt eine schöne Auswahl und eine gute Zusammenstellung von menschlichem Denken. Ich finde es sehr toll. Aber hier sehe ich jetzt gerade hinter mir Third Hope. Ja, genau. Ist die Science-Fiction-Literatur. Hat das was dann mit Religion zu tun? Ist das die dritte Hoffnung, die wir noch haben? Wenn ja, da wollten wir ja auch noch kurz hin. Hervorragende Überleitung, natürlich. Ne? Also ich wollte noch sagen, hier unten der Platz der Verständnis ist eigentlich nicht kanonisch, ist also eigentlich keine Abteilung. Aber man kann es natürlich so sehen. Aber die Third Hope, das Raumschiff, ist die Abteilung Science Fiction und Verwandtes und Vorläufer. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand die Science Fiction Heftromanserie Perry Rhodan kennt. Da hat hier jemand sich die Mühe gemacht und hat ein kleines Beiboot aus der Serie gebaut. Und wenn man Perry Rhodan kennt, dann weiß man, dass ein kleines Maiboot gar nicht so klein ist, ne? Und also gut Platz bietet für eine Abteilung mit Science Fiction. Wir könnten einfach so darauf fliegen, man könnte auch auf dieses Schild hier klicken, aber man kann auch meinen Flughilfetunnel nehmen. Du stehst schon da parat, man bräuchte, Gavan, du bräuchtest dann nur noch auf die Aufwärtstaste drücken, bis es nicht mehr geht. Und dann in irgendeine Richtung geradeaus. Dann sehen wir uns oben wieder, ja genau. Und jetzt nur noch aufwärts, jawohl. Ich folge dann nach. Jetzt
Weiß ich nicht, ob Jena angekommen ist. Also, haben Sie das mitbekommen, Vitolit und zynischer Optimist, dass man sich unter diese schwarze Röhre stellt und dann einfach mit dem Bild nach oben Pfeil. Sie haben es geschafft, herzlichen Glückwunsch, weil man fliegt gerne auch mal in der falschen Richtung dann raus. Ne? Aha. Wie man bemerkt, ist das halb transparent, aber dieses Kraftfeld ist sehr stabil. Ihr seht es ja, hier das kleine Beiboot, das so klein nicht ist, wird da auch zuverlässig davon getragen. Ne? Und das heißt im Third Hope 2, das lehnt sich an ein Raumschiff oder Beiboot in Perry Roden. Das hieß, wie hieß das denn? Good Hope, genau, das hieß Good Hope. Auch hier oben befinden sich so einige kleine Ecken mit bestimmten Dingen. Oder zum Beispiel hier hinten auch eine selbstlaufende Diashow, die pulsierende echte Fotos von der NASA zeigt. Ah ja, die Sternentor funktioniert auf Klick und da kommt man dann zu einem von zwei thematisch verwandten Bereichen. Wenn du neugierig bist, willst du gerne mal ausprobieren. Wir holen dich dann schon wieder, wenn es nicht klappt. Einfach mal anklicken und dann nochmal. Ich habe das vorhin aus Versehen schon gemacht und bin dann irgendwo gelandet und musste irgendwie wieder zurückfliegen. Oh, was gab es da zu sehen? Also ich bin unten am Steg irgendwie durch eine Tür, ja, wo aber nichts weiter ging und habe ich da drauf geklickt auf Sitzen und dann bin ich irgendwie an einem anderen Punkt am Strand angekommen. Ach so. Hast du eine der Türen benutzt? Ja. Ach ja, jetzt verstehe ich. Also ich bin jetzt gelandet in einem Schiffsfriedhof sozusagen. Das ist kein Friedhof, das ist ein Museum. Okay, das ist ein Schiffsmuseum, okay. Manchmal ist ja eh die Frage, ob ein Museum nicht vielleicht eher ein Friedhof ist für alle möglichen Gegenstände. Ah ja, okay, aber das ist auch sehr witzig. Die Raumschiffe sind ganz interessant, hoffe ich. Entschuldigung, wenn ich meine Aufmerksamkeit jetzt mal teile. Hier dieses Sternentor, also so ein klein bisschen im Stargate nachempfunden, funktioniert ähnlich wie die Türen, indem man es einfach mal anklickt. Also das, die Grundlage ist von den Skripten her ganz ähnlich. Und Ja, schön. Du hast ja auch noch auf der Plattform nochmal so kleinere Ausstellungen gebaut. Ja, wir hatten ja beschlossen, dass wir aus Zeitgründen jetzt nicht in den Raum gehen. Ja. Obwohl da natürlich auch interessante Dinge sind. Zum Beispiel eben auch über Jules Verne. Da ist noch ein kleines Schiff im Schiff. Und ein freundlicher Roboter an der Rezeption. Ich fahre zumindest mal mit der Kamera, das kannst du ja auch machen für das YouTube, mal rein ins Schiff, damit man das sozusagen einfach mal gesehen hat. Ja, was ich da auch interessant finde, ist, ich habe da einige Vorläufer ergattern können von Science Fiction, ne? Zum Beispiel von Voltaire. Voltaire hat auch Science Fiction ein bisschen geschrieben. Oder was von 1887, Ernst Bellamy. Relativ bekannt, wenn man sowas kennt, von Thomas Morus, Utopia. Und die Sachen sind nicht nur als Fließtext vorhanden, sondern eben auch zum Umblättern. Auch bekannt der Sonnenstaat von Tommaso Campanella oder von Jean Paul des Luftschiffers Gianozzo Seebuch. Und, also ist allerlei vorhanden und auch futuristisches Interieur. Das wollten wir aus Zeitgründen nicht mehr machen, aber wir wollten noch an dem Herrn Isaac Asimov vorbeilaufen und an seinen Robotern. Isaac Asimov, kein unbekannter Schriftsteller, und er ist derjenige, der die
Robotergesetze als erstes formuliert hat. Die tauchen dann also bei allen Sachen, allen Science-Fiction-Geschichten, die mit Robotern und zum Teil auch mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, tauchen diese Gesetze in aller Regel in irgendeiner Form auf. Ne? Sie werden problematisiert oder abgeschaltet oder verändert, aber das ist ein originärer Verdienst von ihm. Ihm zur Seite gestellt habe ich halt einige Roboter, darunter von der Comic-Serie Jetsons, die Rosi. Sagt Ihnen das was? Ich habe gestern schon mit dem Bookturm gesprochen und ich kannte die Jetsons nicht. Ja, es ist schon ein wenig her. Ich fürchte, das ist nur für alte Männer. Es gab damals Comichefte mit den Jetsons und ich glaube auch mal Zeichentrickfilme. Und Rosi war halt das Stubenmädchen in Roboterform. Es geht aber auch seriöser. Hier haben wir einen Nachbau aus Metropolis, dem bekannten Film. Die goldene Dame hier. Du sagst, wer hat das nachgebaut? Hast du das selber gebaut oder hast du das bekommen? Das geht noch immer meine Fähigkeiten. Das ist auch mit einfachen Prims wahrscheinlich nicht oder kaum zu schaffen. Da muss man dann schon in die Sachen mit Mesh und Ähnlichem reingehen. Ne? Also ich könnte Gebäude bauen, ich kann Sesseln bauen, ich kann auch runde Dinge bauen, aber so detaillierte Formen und Rundungen kann man dann gucken, ob man sowas umsonst bekommt oder auch mal zukauft. Was ich mache, ist zum Beispiel Texturen verändern, wenn das erlaubt wird vom Ersteller. Hier dem habe ich eine andere Textur aufgezogen. Damit der zum Roboter wird, ne? Ich hab mal kurz auch hingezoomt, ja. Ich will den mal eben lösen von den anderen. Moment. Das hat seinen Grund. So. Da könnten wir viel. Oh, jetzt habe ich es alles gelöst. Ne, er muss da stehen bleiben. Aber man müsste ihn jetzt, denke ich. Also ich sehe ihn gut, ich bin mit der Kamera da reingefahren. Ja, wenn man ihn jetzt anklickt, den Panther, dann sagt er im Chat ein Gedicht auf. Ja. Und wer erraten oder erkennen kann, woran sich dieses Gedicht anlehnt, gewinnt 3x42 Lindendonner von mir. okay, muss ich jetzt mal gucken. Kultur, Leute, Kultur, Kultur, Literatur. Ja, wir haben ja, wenn es sich um deutsches Gedicht handelt, auch Germanisten bei uns, glaube ich. Die müssten das wissen. Wenn man das Originalgedicht kennt, ist es eigentlich nicht mehr. Hat jemand eine Idee? Ich sag mal die beiden Vornamen von dem Autor, dem Originalautor, das ist Rainer Maria, sind die Vornamen. Na, jetzt ist es leicht, aber... Ja, also jetzt wird sich's auch, aber... Und, was ist es? Dann, ja. Ich höre es ein bisschen leise. Rilke, ich weiß nicht, liegt es an meinem... Rilke, ja, ganz hervorragend. Und er hat ein ganz ähnliches Gedicht geschrieben. Und wie hieß das? Man schaue sich die Figur an. Das weiß ich leider nicht. Das ist wahrscheinlich was mit Park auch, ne? Also im sowieso Park. Der Panther? Nein. Ja, 100 der Panther. Punkte. Ah. Der Panther, ja. Wer war's? Wer hat's gewusst? Der Chef? Der Walter. Der Walter, wo ist der Walter? Ja. Wo ist der Malte? In der Schule. Ich sehe ihn nicht. Das ist der zynische Optimist. Ja, aber wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Versteckt sich. Ich sehe ihn auch nicht. Moment, ich guck mal. Aber es ist die tierische Verwandtschaft, die ihn auch dazu geführt hat. Der sieht ja auch so aus wie so ein... Keine Witze übers Aussehen. Second Life ist aussehens- und namenstolerant.
Nicht wirklich. Es gibt ja fast nur schöne Avatare, aber du bist noch, du siehst noch aus wie von Anfang an. Ist das dein erster Avatar, den du gemacht hast? Ja, und ich möchte meinem absolut, und ist völlig ironiefrei, meinem absolut hochgeschätzten Kollegen Thorsten Küfer, würde ich sagen, mit seinem nur schöne hat er, finde ich, nicht recht. Also es kommt sicherlich immer darauf an, in welcher Gegend man sich bewegt, aber ich bin auch schon auf sehr, sehr, sehr unterschiedliche Menschen getroffen, auch welche, die sich äußerst Mühe gegeben haben, dick auszusehen oder alt oder beides. Ne? Ich habe schon mit Kraken, mit Sperrholzwürfeln philosophische, interessante Gespräche geführt. Also nur diese muskelbepackten großmusigen Avatare, ganz so ist es nicht. Mein Avatar ist insbesondere von der Hautfarbe her original 2007, ne? Das ist meine Hautfarbe und das bleibt sie auch. Ich habe einen kleinen Kompromiss gemacht bei den Haaren, ne? Also da hatte ich die Originalhaare, die sahen dann immer so ein bisschen aus, welcher Politikerin wurde immer diese Betonfrisur nachgesagt? War das die Frau Merkel und die von der Leyen? Oder, also das waren dann so ein bisschen orangene Haare, die sahen immer aus wie aus Beton gegossen. Und da habe ich dann irgendwann mal so sogenannte Flexi-Haare jetzt genommen. Man sieht, glaube ich, in deinem Profil, wenn man auf deiner... wenn man hingeht auf dein First Life im Profil, dann hast du da hinten ganz klein hinter deinem realen Kopf immer noch diese alte Frisur, diese Betonfrisur. Genau, Betonfrisur in Orange, genau. Ja, genau. Das war auch einige Jahre so. Und irgendwann habe ich aber mal beim, obwohl ich es ja eigentlich können müsste, aber ich habe es halt anders als andere zu selten gemacht, an dem Aussehen rumzufummeln. Und irgendwann hatte ich dann eine Glatze und wusste auch nicht mehr, wie ich die Haare wieder hinkrieg. Und dann habe ich mir halt mal welche gekauft und die sind dann etwas ansehnlicher. Ne? Aber unordentlicher. Ja, unordentlicher. Das soll ja besonders authentisch wirken, nehme ich an. Ne? Ja. Na gut, aber jetzt haben wir noch eine Station. Ja, und das ist die letzte Station. Ja, und ein kleiner Blick wollten wir ja auf das ganz neue Ding werfen. Ja. George Orwell ist jetzt ab Januar 2021 ist er gemeinfrei geworden, seine Arbeiten. Und so kann man nun auch Farben der Tiere und 1984 kann man jetzt hier auch mitnehmen, wenn man es bequemer haben will. Es ist auch alles in dieser Kiste hier. Die kann man auch einfach mal kopieren und mitnehmen und dann woanders auspacken. Also zum Beispiel in der Sandbox oder wenn man ein kleines Grundstück mietet. Wollte ich nur kurz darauf hinweisen, das ist jetzt das Neueste, was ich hergebracht habe. Ja. Gibt es bis dahin noch Fragen, Anmerkungen, Kritik? Man darf alles fragen. Ja, es ist vor allen Dingen sehr vielfältig und man müsste jetzt hier in der kurzen Zeit haben wir jetzt gar keine Zeit, das so, ja, wie gesagt, so ausgiebig genug zu genießen. Das ist ja sozusagen eine Einführungsrunde, die wir hier machen. Ja, man kann nicht alles anschauen, was hier zu entdecken ist. Ja, und wie gesagt, es ist jederzeit herzlich eingeladen. Nisim ist moderat, also sie ist nicht PG, Public Ground, also und sie ist auch nicht enthalt, sie ist moderat. Moderat heißt keine vollständige Nacktheit, keine sichtbaren Waffen und kein Sex.
alles Dinge, die man offensichtlich im Second Life festlegen muss, weil sonst passiert es. auf der Sim. Ich sag ja immer, alle Vorurteile über Second Life stimmen. Nur der Bereich, in dem sie stimmen, außer dem Bereich, gibt es halt noch viele, 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 viele andere Bereiche. Und ich finde es eigentlich relativ gelungen. Also PG für Anfänger gibt es, glaube ich, nicht so furchtbar viel. Da ist da nochmal ein ganz besonderer Schutz. Aber wer kein Erwachsenen-Content möchte, der sieht das vorher an der Sim, wie die eingestuft ist. Und der muss dann nicht dahin. Ne? Der muss nicht dahin gehen. Wenn der dahin geht, geht er dahin, weil er dahin gehen will. Ne? Und wenn jemand auf einer Moderat-Sim sowas macht, dann ist er oft schneller wieder verschwunden. Und zwar bis auf Wiederruf oder auch dauernd. Und kann dann auch nicht mehr dort landen. Ne? Ja, ja. Sollte man sich also überlegen, ob es einem den Spaß wert ist. Ne? Und diese Aufteilung finde ich eigentlich recht gelungen. Ich finde das okay, ne? Ja, natürlich. Und ja, und den Sprung, den wir noch machen wollten, man kann zum Beispiel jetzt hier runterspringen. Über das die, schaffen wir, glaube ich, alle. Da ist allerdings noch eine Absperrung, eine halb unsichtbare. Da müsste man drüber springen. Drüber, mit Bild, Pfeil hoch. Habe ich jetzt behauptet, ist auch richtig, müsste auch hoffentlich reichen. Ich bin jetzt, ja, das war jetzt Zeit. Schon arg weit. Ja, ich komme trotzdem runter. Okay, wir können die anderen, ne, sie sind mutig und jetzt nur noch runter, ja, nicht so weit wegfliegen. Vitolit ist sowieso, glaube ich, am besten von uns allen, oder? Nee, zynischer Optimist ist auch gut. Aber er fliegt gerne noch ein bisschen umher. Ja, soll er machen. Ist mir auch passiert. Wir können schon mal weitergehen. Okay, glaub, dann gehen wir mal hier. Hier ist jetzt die Amadeo-Antonio-Straße zu Ende. Und wir gehen jetzt durch den Margret-Mied-Pfad. Das ist auch noch ein ganz nettes Häuschen, finde ich, ne? So ein bisschen auf einem Buch stehen, ne? Ah, ja. Da wollte ich mal Infos zu guten Werken in Second Life sammeln, habe ich auch. Ist aber auch nicht mehr so top aktuell. Gut, hier gehen wir dann zu auf den vorhin schon angesprochenen Corona-Info-Point. Dann blende ich nur mal ganz kurz rein. Auch eine selbstlaufende Diashow, die man auch mitnehmen kann, natürlich. Das ist ja dein Grundprinzip, dass alles frei sein soll, ja. Mitnehmbar. Falls jemand mal auf irgendwas trifft, was man nicht mitnehmen kann, dann ist es was ich gekauft habe, und wo die Rechte anders festgelegt waren. Ab und zu muss ich das leider machen, wenn es nach mir ginge, weil das kann ich dann nicht mehr ändern. Ne? Man kann hier also 3 Kriterien festlegen, oder 4, man kann einen Preis bestimmen, man kann bestimmen, ob man das verschenken darf oder nicht, und ob man es kopieren darf oder nicht. Und diese 3 Kriterien, und ja, und ob man es verändern darf. Und es gibt nun alle denkbaren Kombinationen. Also es gibt Leute, die verschenken oder verkaufen Dinge, die man kopieren kann. Ist bei einem Sessel ganz sinnvoll. Dann kann man den 10-mal aufstellen oder 20-mal. Den kann man dann aber zum Beispiel nicht verschenken. Ne? Also niemand anders weitergeben. Ne? Also das machen manche Leute so. Also nicht schimpfen, wenn man irgendwas noch nicht geht. Dann ist es nichts. Wo ich dran schuld bin. Ein ganz kleiner Blick noch auf den Geldbaum. Da wächst das Geld auf den Bäumen. Hervorragend geeignet,
um seine Kameraführung etwas zu üben, weil man muss die Geldscheine sehen und sie dann anklicken und dann bekommt man sie. Warte mal, ich muss mal da ranfahren, für die uns über Zoom zu gucken. So, jetzt habe ich es. Allerdings ist der, glaube ich, im Moment relativ rigide eingestellt. Also das klappt dann nur mit dem Pflücken bei Neulingen. Und dann kann man die Anzahl der Tage bestimmen. Ich glaube, ich habe es im Moment relativ knapp eingestellt, weil die werden auch gerne mal ausgeraubt. Ne? Also von, Es müsste wie Tulip und dem zynischen Optimisten aber gelingen, da Geld rauszuholen, wenn sie nah genug rangehen. Denn sie sind ja noch sehr jung. Ich hoffe es, weil ich hätte das am liebsten auch nicht gemacht, aber die werden gerne dann von Leuten mal ausgeraubt, die machen sich dann immer neue Avatare und loggen sich immer neu ein und pflücken dann alles weg. Ne? Also, Das ist natürlich nicht die feine Art. Nee. Ich guck halt mal, wie. Aber auch hier unterstützt du ja, das ist dein Geld, du packst da Geld von dir rein, ne? Und unterstützt damit sozusagen Neulinge im Second Life, dass die ein bisschen Lindendollars bekommen. Ist ja, so? Und man übt, wie gesagt, auch die Kameraführung oder zu fliegen. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei euch beiden noch geht mit 42 Tagen. Falls nicht, entschuldige. Achso, du hast bestimmt 30 Tage, das ist so eine übliche Begrenzung eingestellt. Könnte ne? sein, ja. Ich gucke jetzt gerade, ich habe da lange nichts mehr dran gemacht. Ja, habe ich gemacht. Warte mal, ich versuche es gerade mal auf die Schnelle zu ändern. Ich hoffe, dass es jetzt die Änderung schon angenommen hat. Ich habe jetzt umgestellt auf 50. Ich weiß aber nicht, ob ich den erst noch mal einpacken und wieder auspacken muss. Naja, sonst schon. Aber ihr könnt es gerne mal probieren. Wäre auch eine Information für mich. Es sind so Geldscheine. Und man kann sie, sobald man sie sieht, kann man sie anklicken. Und dann müsste man sie haben. Oder man müsste zumindest eine Fehlermeldung bekommen. Ich bekomme eine, dass ich zu alt bin. Wie tragisch. Ja. Muss man sich das sagen lassen. Ja. Klappt es denn, wie Tulip, zynischer Optimist, oder was passiert? Also bei mir klappt es gerade nicht, dass ich das Geld aufsammeln kann. Ah. Also man muss es sehen. Was? Bei mir zeigt es an, dass ich zu alt bin. 41 Tage und ich muss 30 Tage. Ah ja, dann hat es also nicht, hat die Umstellung nicht funktioniert. Ja, ich habe es gerade geändert auf 50. Tut mir jetzt sehr leid, ich hätte es euch gerne demonstrieren. Aber ich werde dann das ganze Ding einpacken müssen und wieder auspacken. Ja, aber dann, dazu haben wir jetzt nicht wirklich Zeit, weil das Seminar dauert offiziell noch 6 Minuten. Das heißt, es wird knapp. Vielleicht schaffen wir es. Ja, wir wollten ja nur noch eine kurze Abschlussrunde machen drüben. Können ja dann mal hier rüber laufen. Wir gehen da gemeinsam zur Second Vision Gallery. Wobei ich hier auch noch eine kleine Welcome-Area habe, hinter dieser grünen Hecke. Wenn man da in die Gruppe eintritt, kann man hier auch im beschränkten Maße, kann man dann was retzen, also was aufbauen und kann sich auch umziehen. Wir haben auch Umkleidekabinen dann oben, wo man hin teleportieren kann. Und man kann hier seinen Homepunkt setzen. Weil man kann ja einen Punkt setzen, wo man zu Hause ist. Und einige Neue haben das dann vermisst und haben gesagt, oh je, ich hätte ja gern auch irgendeinen Punkt, dass ich dann immer am selben Punkt bin. Also das sind Möglichkeiten, die man dadurch hat. Und hier stehen wir dann, dann geht jemand mutig die Treppe rauf. Aber es funktioniert.
Ja. Du guckst ganz bedenklich, als würde man ja sich schwer verletzen können. Nee, das ist ja ein Vorteil. Ja, oben auf dem Dach ist auch noch dasselbe Thema wie im Erdgeschoss. Also das Thema ist die 70er Jahre. Ich habe schon erwähnt, dass ich ein alter Mann bin. Also ich bin fast noch Zeitzeuge, Jahrgang 57. Wir waren so die kleinen Brüder und Schwestern der 68er und haben aber doch noch einiges mitbekommen. Und in den Rauchgeräten, was da brennt, das ist alles nur Tabak, ne? Ich wollte es nur noch mal sagen. Ja. Ne? Und ich bin mit der Kamera mal ein bisschen in der Gallery unterwegs, während du sprichst, und zeige einzelne Ausstellungsstücke. Ja, ich war jetzt mit der Kamera im oben. Und hier unten im Erdgeschoss, unten sind auch so, naja, ich will nicht sagen Bücher, ein paar Infobücher auch, aber es sind dann zum Teil auch nur Hinweise auf Bücher, weil die schlicht und einfach eben noch nicht gemeinfrei sind. Aber es hat schon dann so ein bisschen den Schwerpunkt mit Büchern und Bücherhinweisen. Aber alles so passend. Die Second Vision Galerie hatte ich auch übernommen von der Vorbesitzerin der Sim. Die hat da immer relativ hochwertige zeitgenössische Bilder und Fotos ausstellen lassen. Ich habe die dann übernommen und hab also nach oben hin angebaut und wir haben jetzt, wenn man das Erdgeschoss mitzählt, hat man also 8 Etagen. Und da sind im Moment unten die 70er Jahre. Dann habe ich eine Ebene über Hieronymus Bosch, ein Maler von 1450 bis 1516. Dann allgemein so alte Meister, 14. bis 18. Jahrhundert. Dann etwas von Edward Munch, Der Schrei. Der Schrei kennen vielleicht einige von Edward Munch. Dann etwas über den Philosophen, den Ernst Simon Bloch, meinen ganz bewussten Namensvetter. Schließlich noch über Giuseppe Arcimboldo, auch so im 16. Jahrhundert. Der ist zum Teil bekannt geworden durch seine Gemüsebilder, wo er also hauptsächlich aus Gemüse Porträts von Menschen dargestellt hat, ne? Zum Teil auch aus anderen Gegenständen, aus Büchern zum Beispiel, der Bibliothekar, meistens aber aus Früchten, Gemüse und so weiter. Schließlich noch der Grandville, ein Zeichner und Karikaturist, etwas skurril, aber auch mit Anspruch, 19. Jahrhundert, leider schon mit 1847 gestorben und er ist auch vorher schon verrückt geworden. Das ist bedauerlich, aber er hat noch etliches hinterlassen. Und vorhin, jemand hat davon berichtet, Science Fiction, da habe ich also mal ein Cover von Science Fiction Magazinen aus mehreren Jahrzehnten gesammelt und dann auch so viereckigen Boxen dargestellt, also pro Box dann immer vier Magazintitel. Die einzelnen Abteilungen, die schweben übereinander mit ein bisschen Abstand, damit man sich gegenseitig nicht zu sehr verdeckt. Mal nach oben hin haben wir ja Platz. Ich bin mal zum Granville geflogen und komme jetzt aber wieder zurück. Ich wollte nur mal einen Eindruck noch vermitteln von seinem Ausstellungsraum. Auch sehr schön. Ich habe für meinen Teil dann von der Science-Fiction-Ausstellung und von den Raumschiffen mal was genommen.
Also auch das ist alles sehr, sehr vielfältig und so viel zu entdecken hier. Das und man kommt da, also man muss da jetzt nicht hinfliegen oder so. Es gibt hier so Teleporterkugeln, zweistufig, also einmal anklicken, dann bekommt man eine Karte eingeblendet und dann nochmal auf teleportieren klicken und dann wäre man dort und zurück. Funktioniert es genauso. Also das findet sich dann bei den dieselben Kugeln befinden sich auf jener Ebene. Du sagtest, du warst gerade mal bei Granville, genau. Ja, bei Granville habe ich eine Seite mal so ein bisschen offen gelassen und keine Wand reingemacht. Aber das ist wegen dem Hintergrund. Da habe ich seine von seinen Figuren mal welche auf so, ja, auf Röhren gezogen zweimal und die drehen sich dann. Und das fand ich auch mal eine ganz lustige Spielerei. Weil ich denke, man kann und soll ja das vielleicht auch mal ausnutzen hier. Ja klar. Also das tust du ja sowieso in vielerlei Hinsicht und also du nutzt hier alle Freiheiten und soweit dir die Rechte das ermöglichen, die Urheberrechte, und bietest hier eine wirkliche riesige Auswahl an Kunstwerken und an Darstellungsformen. Wir sind jetzt ja leider schon ans Ende gekommen und könnten wahrscheinlich noch mal 2 Stunden hier uns alles genau anschauen. Das muss man aber jedem Einzelnen überlassen. Ja. Das kann man auch wahrscheinlich nicht an einem Tag schaffen, sondern man kann sich mal nacheinander eine Galerie vornehmen und in Ruhe die Bilder betrachten, sich großziehen und dann eingehend sich mit Künstlern beschäftigen oder mit der Zeit der 70er Jahre. Also, kann man sehr gern machen, darf ich noch erwähnen. Ich habe noch eine Mieterin, also die Miete ist hier frei wählbar. Man kann auch nichts oder einen Lindendollar bezahlen und den Lindendollar dann eigentlich nur, damit ich weiß, der Mensch lebt noch und hat noch Interesse. Ja, das ist ja der Vorteil auch für unseren Seminarraum, der sich genau auch auf deiner SIM befindet. Ne? Das ist ja, ja. Und da ist aber im Moment, sind einige kleinere Punkte, die früher mal von jemand anders betreut wurden, zum Beispiel Book Crossing, Infopoint. Da ist derjenige eigentlich nicht mehr so wirklich aktiv. Ich habe den dann aber auch mal stehen lassen, weil die Infos kann man sich da ja abrufen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, eine größere Mieterin ist quasi noch die Emma Fagis. Und das mit ihrer Kunstgalerie, die malt also selber verschiedene Stile, aber eher jetzt nicht so hyper-experimentell. Aber die ist also eine geschätzte Mieterin, die auch freiwillig immer mal einen Beitrag leistet. Ne? Ich meine, das Geld, was ich für die SIM zahle, das schreibe ich als Totalverlust ab. Aber was zum Beispiel von der Emma kommt, das stecke ich dann immer in Upload-Gebühren für Bücher oder spende es zum Beispiel bei Feed a Smile. Kenia, Kinder in Kenia, ist eine große humanitäre Geschichte hier in Second Life, auch von einer deutschsprachigen übrigens, die das seit Jahren macht. Also auf die Emma wollte ich aber doch nochmal hinweisen. Ja. Und ich fahre mal selbst mit der Kamera hoch und zeig mal das mal kurz, Gebäude von Emma, das ist nämlich dieser, oder da fängt das Gebiet von ihr an und man reist dann auch auf verschiedene Ebenen. Das ist dieser orientalische Bau mit den Ziegeltürmen, auch in der Mitte der SIM. Das ist die Galerie von Emma Fagis. Ja, sie hat, wie du richtig sagst, sie hat mehrere Ebenen auch und unterschiedlich gestaltet, also absolut auch sehenswert. Übrigens Second Life und Real Life mit der Emma zusammen. Die wohnt in der Nähe von Dresden. Da haben wir auch schon was im realen Leben zusammen gemacht. Da hat sie bei einer großen Firma
sehr großen Firma, hat sie in der sehr großen, wie nennt man das da, wo die essen, die Bediensteten, Kantine, ne? Ja. Aber Kantine ist wirklich sehr, sehr, sehr tief gestapelt, ne? Also es waren schon sehr tolle, edle und große Räumlichkeiten. Da hat sie dann eine Ausstellung mit 25 Arbeiten von sich gemacht. Und es waren drei von meinen Liebesgedichten, waren also wandhoch auf Goldfolie aufgetragen und an die Wände gespannt, an passenden Stellen. Und es gab dann eine Bauchtänzerin, die das auch eröffnet hat mit Musik, ne? Und ich habe dann meine Texte dann und noch ein paar mehr da auch vorgelesen und auch die an der Wand waren. Und man hat mir dann man hat dann gesagt, entweder zahlt man mir das Hotel oder die Fahrt, ne? Und die Fahrt mit der Bahn war natürlich nicht ganz preiswert, da habe ich dann die Fahrt gewählt. Aber da haben wir was gemacht, also wo auch hier in Second Life der Kontakt zustande gekommen ist und wo dann in der Realität ein kombiniertes Projekt Literatur und Malerei in dem Fall entstanden ist, was ja. Wir dann auch wieder hierhin, du hast es letztes Mal, glaube ich, gesehen, bei der Probe, da habe ich auch eine Diashow hier aufgehängt in Second Life mit Fotos ja. Von dieser Realveranstaltung. Genau, ja. Ja, genau. Also, wie gesagt, das lässt sich jetzt alles nicht, man könnte dir noch viele Fragen stellen und man kann sich noch vieles anschauen. Das können wir jetzt leider alles nicht schaffen, aber es war ein wunderbarer Einführungsweg, den du uns geliefert hast und alles sehr anregend, fand ich, auch für mich jetzt, was so möglich ist und was man hier reinbringen kann, was man entdecken kann. Also vielen Dank, Buchtom. Ja. Und das Seminar ist jetzt leider schon vorbei und wir sehen und hören uns ja sicher im Second Life noch weiterhin und die hier in dem Fall ein Avatar und eine Avatarin können ja gerne noch weiter sich umschauen und von den anderen verabschiede ich mich jetzt schon mal bei Moment. Ja? Darf ich den anderen noch mal sagen, ja. Es gibt auch ganz viel auf YouTube über Second Life, über die Sim hier, über die Kunstprojekte und einen abendfüllenden Spielfilm über die Bibliothek. Wer da optische Eindrücke noch haben möchte, immer gern anschauen. Ich werde du hast mir ja eine Linkliste zur Verfügung gestellt, Buchtom. Die werde ich den Seminarteilnehmerinnen schicken und dann können die das sich anschauen nochmal. Ja, ich hoffe, oder? Dass da was drauf ist. Sonst schick mir nochmal vervollständigt, wenn du meinst, da fehlte noch was. Ja, speziell mit YouTube. Ich gucke gerade nochmal durch. Da sind vor allen Dingen hier auch die Links auf der SIM, die jetzt persönlich hier sind. Ja, also den Spielfilm, sage ich mal, also der ist etwas über eine Stunde. Den habe ich da zum Beispiel verlinkt. Und von dort aus sollte man auch gerne die anderen finden können, wenn man das möchte. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt hier Aufmerksamkeit und Interesse gezeigt haben. Ich habe wieder zu viel geredet, wie immer. Nein, das war in diesem Fall genau richtig. Und du warst eingeladen dazu, uns davon zu erzählen. Und deshalb war das ganz gut. Und ich stehe, wie gesagt, für Fragen gerne in jeder Form bereit, per E-Mail, auf Facebook, in Twitter, hier in Second Life. Wo auch immer. Es ist mir ein innerer Auftrag. Sehr schön. Das merkt man auch, mit welcher Leidenschaft du das machst. Und das ist toll. Sieht man an der ganzen Sinn. Na gut, dann verabschiede ich mich von dir, Buchtom. Und wir hören und sehen uns dann demnächst wieder. Ja, danke dir sehr. Alles klar. Und tschüss. Vielen Dank. Und ich sage auch, er verbeugt sich sogar. Und ich sage auch Tschüss zu den Seminarteilnehmerinnen und wir sehen uns nächste Woche wieder, nächsten Freitag. Sie hören mich auch. Ja?
Alles Gute in allen Welten. Alles Gute in allen Welten. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss und Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So.